manche Entwickler kriegen einfach nicht genug. So wie Entwickler Techland, denn die haben sich gesagt, wir wollen nicht einfach nur ein Spiel entwickeln, sondern einfach zwei Spiele, nämlich zum einen Dying Light 2, über das wir heute nicht reden, und zum anderen das sehr viel ominösere Dying Light Bad Blood. Und da bin ich natürlich sehr neugierig, was sich hinter diesem Namen verbirgt. Mein Kollege Sandro Rodak hat das Ding gespielt und kann mir jetzt alle Informationen geben und damit natürlich auch euch. Und dann sind wir voll im Bilde über das neue Zombie-Spiel. Sandro, was ist Dying Light Bad Blood? Ist das ein Spin-Off? Ist das ein Add-on? Ist das eine Standalone-Erweiterung? Oder ist das auch irgendwie ein Mobile-Game? Du, Demi, machen wir doch einfach ein kurzes Quiz. Was muss jedes Spiel im Moment haben? Es sind ja dieses Jahr nicht mehr die Lootboxen. Lass es mich... Ich weiß es. Battle Royale. Ja, richtig. Dying Light bekommt einen Battle-Royale-Modus, der unterscheidet sich ein bisschen von anderen Battle-Royale-Modi. Es sind jetzt diesmal nicht 100 Spieler, die gegeneinander antreten, sondern es sind nur 12. Dafür hat Dying Light so einen kleinen anderen Twist, das ist nicht nur ein PvP-Spiel, also das ist nicht nur gegen andere Mitspieler, sondern auch hat eine PvE-Komponente, sprich, ne, wie man das halt aus Dying Light kennt, man kämpft gegen Zombies. Du musst also zuerst nicht... An erster Stelle. Du kannst natürlich auch zuerst alle anderen Spieler töten, aber das ist nicht dein primäres Ziel. Dein primäres Ziel ist es wie in Dying Light 1, da wolltest du ja so ein Zombie-Heilmittel finden und das ist in Bad Blood so ähnlich. Du musst Zombie-Hives, das sind so kleine Nester, da musst du dich reinschleichen, die sind umgeben von Zombies und dort Gewebeproben entnehmen. Und da gibt es halt drei unterschiedliche Arten von Nestern, kleine, mittlere und große. Die sind dann, also die kleinen, da stehen nur so ein paar hirnlose Zombies rum. Die großen Nester, da steht dann irgendwie so ein großer Brute, der so Steine aus der Straße rausreißen kann und die nach dir wirft. Die sind schon ein bisschen gefährlicher, dafür geben die natürlich dann auch mehr Gewebeproben. Und mit diesen Proben, wenn du die einsammelst, steigst du halt im Level auf. Das ist auch ein bisschen anders als in anderen Battle Royale Spielen. Und ab einem gewissen Level... bist du dann, ja, hast du die Proben, die du brauchst, zusammen und dann wird ein Hubschrauber gerufen, der dich dann extrahiert. Und dann, das wird dann wieder ganz spannend, das ist eine Mechanik, die man zum Beispiel schon aus The Division kennt, in der Dark Zone. Du hast nicht einfach gewonnen, nur weil du jetzt am meisten Proben gesammelt hast, sondern der Heli holt dich ab und in dem Moment, wo du diese Proben zusammen hast, wirst du für alle anderen Mitspieler sichtbar auf der Minimap. Alle wissen, wo du bist, alle wissen, wo du hingehst. Und dann wirst du vom Jäger zum Gejagten. Ich finde, das ist eine ganz spannende Änderung. Ja, das will ich nämlich als nächstes wissen. Was ist denn deine Einschätzung, weil du es ja auch gespielt hast? Macht das denn Spaß? Hat das die klassischen Stärken von einem Dying Light? Oder sagst du, das funktioniert noch nicht so ganz rund? Es ist sehr, das unterscheidet es auch ein bisschen von anderen Battle-Royale-Spielen, es ist sehr ausgelegt auf Nahkampf. Also du hast viele unterschiedliche Nahkampfwaffen, du hast Äxte, Sicheln, Messer, Baseballschläger, Hämmer und du hast natürlich auch Feuerwaffen, Schussfeuerwaffen, aber die sind schon sehr selten. Also wenn du eine Schussfeuerwaffe hast, dann weißt du, okay, jetzt bin ich badass, jetzt kann mir eigentlich niemand mehr was tun, außer wenn natürlich die anderen Spieler auch irgendwie eine Schussfeuerwaffe haben. Aber die findest du deutlich seltener. Meistens liegt halt eine Nahkampfwaffe herum, die du dann auch pimpen kannst. Das war ja auch schon so eine Komponente aus dem ersten Teil. Also du kannst dann zum Beispiel deine Axt zu einer Elektroaxt umwandeln, damit die dann noch mehr Schaden macht. Und das sind alles Dinge, die es im ersten Teil ja auch schon gab. Und natürlich ganz wichtig, auch für ein Dying Light Spiel, du hast halt dieses Parkour-Gerenne. Und das ist auch, finde ich, eine der Komponenten, die halt dieses Spiel, ne, auch wieder von anderen Battle Royale Spielen ein bisschen abhebt. Du springst halt sehr schön und sehr flüssig durch diese ganze Welt. Das klappt ziemlich gut. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, oder was zumindest noch ein bisschen mehr Training, glaube ich, erfordert, das sind wirklich diese Nahkampfwaffen. Also du hast gerade mit diesen schweren Hammern und mit so schweren Äxten, die sind halt sehr behäbig. Und das ist doch ein Spiel, was dann gerade mit den großen Zombie-Gegnern, wo es dann darauf ankommt, dass man das Timing richtig erwischt. Und irgendwie hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das richtig angefühlt hat, das Timing. Das kann man bestimmt lernen, das will ich jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber im ersten Moment fühlte sich das einfach falsch an. Das hatte ich einfach aus anderen Spielen, hatte ich das anders im Blut. Das war ein bisschen komisch noch. Okay, aber das ist ja unterm Strich so noch ein relativ positives Fazit. Also du denkst, das könnte ein echt spaßiger Battle Royale Modus werden. Ich finde, das hat Spaß gemacht. Das ist ein spaßiger Battle Royale Modus. Das ist nicht nur ein plumpes 1:1 abkopieren. Ja, wir haben jetzt halt hier irgendwie eine Welt, die verseucht ist mit Zombies und jetzt springen da 100 Leute über eine Karte ab. Ich finde, sie haben da schon
einen relativ einzigartigen eigenen Modus da draus gemacht und der macht Spaß. Die Frage ist natürlich halt immer, ne, wie man sich das auch bei allen anderen Battle Royale Spielen halt stellt. Wird sich das durchsetzen? Ich meine, das wird sich halt nur durchsetzen, wenn das auch auf lange Zeit Spaß macht und gerade auch ein Vorteil von einem PUBG oder einem Fortnite ist halt, dass da jedes Mal halt das Storytelling ja anders ist, dadurch, dass sich auch die Karte verändert. Also es gibt zwar nur eine Karte, aber, beziehungsweise in PUBG gibt es jetzt natürlich mehrere, aber du spielst halt diese eine Karte, aber die wird durch diese Spielzonen verändert die sich jedes Mal anders. Du spielst nie dasselbe Spiel nochmal. Und Dying Light ist da in der Hinsicht schon ein bisschen, also Bad Blood ist in der Hinsicht schon ein bisschen anders, weil die Stadt halt gleich bleibt. Du bist nicht gezwungen, das eine Mal dahin zu rennen und das nächste Mal dahin. Du kannst dich ein bisschen so drauf trainieren. Und ich habe das auch schon nach der zweiten oder dritten Runde gemerkt. Ich wusste dann, okay, ich bin an unterschiedlichen Orten gespawnt, aber ich wusste, ach, da oben, da ist der mittlere Hive. Und da hinten ist dieser große Brut, da gehe ich ihm jetzt erstmal aus dem Weg, bis ich irgendwie meine Feueraxt habe. Das heißt, es könnte sich so ein bisschen einengen. Ob das Spiel in Deutschland sich durchsetzen kann, hängt natürlich noch von einem anderen Faktor ab, denn es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu Dying Light 1, das hierzulande indiziert ist. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du bist ja unser USK-Jugendschutzexperte, wie sieht denn das dann für ein für Bad Blood aus mit der Indizierungsgefahr, Frage, wie auch immer? Du, das ist eine sehr gute Frage. Haben wir auch schon diskutiert. Ich habe die Entwickler dazu gefragt. Das ist aber eher so eine jugendschutzphilosophische Frage oder theoretische Frage. Die kann im Moment irgendwie noch niemand so richtig beantworten. Ich habe auch die USK schon dazu befragt. Wie du schon gesagt hast, Dying Light 1 ist indiziert. Und damit geht einher, dass ein Spiel, das inhaltsgleich ist, gar nicht erst neu eingereicht werden kann, sondern automatisch auch folgeindiziert wird. Und jetzt haben wir den Fall bei diesem Spiel, dass die Stadt von Dying Light 1 drinsteckt. Zwar nicht die komplette Stadt, aber das ist die Stadt von Dying Light 1, wo du halt nur in einem bestimmten Bezirk unterwegs bist. Du hast sozusagen dasselbe Zombie-Spiel. Du hast diese Waffen, die damals auch explizit in der Indizierungsbegründung erwähnt wurden, dass du realistische Waffen hast, dass sich das sehr realistisch anfühlt, dass du Waffen irgendwie mit Elektroschockern ausrüsten kannst und so weiter und so fort. Die gibt's auch in diesem Spiel. Also der Grund fällt nicht weg. Was sogar noch wegfällt, ist die Rahmung. Im ersten Teil gab es ja diesen Rahmen durch die Geschichte. Du bist sozusagen der Held, der irgendwie die Heilung, das Heilmittel finden will. Das gibt's in diesem Teil gar nicht. Also vielleicht ist die Gefahr sogar noch größer, dass der Bad Blood-Ableger, dass der indiziert wird. Aber das ist wirklich, kann man jetzt noch nicht sagen. Die Entwickler wollen es unbedingt nach Deutschland bringen. Ist natürlich auch ein großer Markt für sie. Sie wissen aber nicht, ob es klappt. Das heißt, wir haben noch einige Fragezeichen über Dying Light, Bad Blood. Aber gut, das werden wir dann bei Zeiten klären. Jetzt danke ich dir erstmal für deinen ersten Eindruck. Ich hoffe, ihr da draußen habt einen relativ rundum transparentes Bild bekommen, was euch da in diesem Spiel erwarten wird. Weißt du denn in irgendeiner... Also das wird halt komplett separat verkauft als eigenes Produkt, ne? Das wird komplett separat. Das kommt jetzt erstmal in Early Access und es soll später sogar mal, glaube ich, ein Free-to-Play-Spiel werden. Ah ja, okay. Und jetzt gibt es dann erstmal ein Founders Pack mit, wie heißen sie? Mit Items und anpassbaren Gegenständen einfach, ja. Das heißt, wahrscheinlich, ja, was halt so dazugehört. Na gut, das heißt, sollte es Free-to-Play werden, dann könnt ihr das ja selbst einfach mal ausprobieren. Und ja, an dieser Stelle danke, Sandro. Wir hören uns. Und wenn ihr alles lesen wollt zu auch einem Dying Light 2, dann schaut natürlich bei uns auf der GameStar vorbei. Da haben wir alle Infos für euch schön aufbereitet auf unserer Seite. Bis dann. Tschüss.